Ganz herzlich willkommen hier im Wanda Metropolitano. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Wir sind bereit und ich bin sicher, Sie daheim sind es auch. Atletico Madrid gegen RB Leipzig. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Der Siegeszug der Leipziger ist beispiellos im deutschen Fußball. Und damit haben sie sich nicht nur Freunde gemacht. Nee, aber wir erleben das ja immer wieder. Viele Fußballfans lehnen den Verein ab, lehnen das Konzept der Leipziger ab. Aber warten wir mal ab. Ich bin da durchaus optimistisch, da kann was entstehen. Das ist die Aufstellung von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Mario Hermoso spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Koke steht mit Marcos Llorente im Zentrum. Und Luis Suarez spielt im Sturm mit Antoine Griezmann. Damit die Aufstellung von RB Leipzig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch heute wieder viele Konter sehen. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Das ist schon eins ihrer wichtigen taktischen Mittel. Damit versuchen sie es immer wieder. Und jetzt geht's hier los mit dem Anstoß durch Atletico Madrid. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Gucke. Antoine Griezmann. Ja, wartet einen Moment. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Am Ball Joao Felix. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Den Ball hat er. Christopher Nkunku. Konrad Leimer. Emil Forsberg. Angelino. André Silva. Sie spielen steil, gefährlich. Chance zur Führung. Oblak ist da. Oblak mit der tollen Parade. Und das aus dieser Distanz. Unglaublich. Jetzt kommt die Ecke. Ist das jetzt die Chance? Kevin Campbell. Und jetzt gibt es Einwurf. Jetzt könnte die Flanke kommen. Sie holen sich den Ballbesitz. Joao Felix. Klasse Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Ball ist unterwegs. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Kampel.
Forsberg. Sieht vielversprechend aus. Die Leipziger machen Druck. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Trippier. Jetzt Suarez. Griezmann. Sie lassen den Ball gut laufen. Spielt den Ball. Jetzt kann er es machen. Was für eine Rettungstat, gehalten. Eck in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Joao Felix. Schwache Aktion, Ballverlust. Konrad Leimer. Das ist Forsberg. Er hat den Ball. Gutes Tackling. So, jetzt Antoine Griezmann. Stark verteidigt. Joao Felix. Suarez, den muss er machen. Carrasco. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Jetzt können sie vielleicht kontern. Emil Forsberg. Das ist Forsberg. Jetzt müssen sie aufpassen. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Und jetzt Suarez. Da ist Suarez. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. André Silva. Platz für die Flanke. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die Leipziger haben Anstoß in dieser zweiten Hälfte und damit gehen wir rein in diese Partie. André Silva. Schön vorbeigekommen. Da ist der Ball weg. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Weiter gefährlich hier. Suarez mit der Chance. Das macht er stark. André Silva. Angelino. Jetzt wird's gefährlich. André Silva. Gute Aktion. Marcos Llorente. Luis Suarez jetzt. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Aber dann machen sie doch den Fehler und verlieren den Ball. Emil Forsberg. André Silva. Da haben sie die Chance. Gehalten, Szene geht weiter.
So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Joao Felix. Griezmann. Marcos Llorente. Nur gucke. Oh, viel Platz jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nordi Mukiele. Christopher Nkunku. Jetzt könnte der Pass kommen. Forsberg. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Die Chance auf den Konter. Am Ball Joao Felix. Luis Suarez. Christopher Nkunku. Andres Silva. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Kevin Campe. Gefährlich! Er hat den Ball. Campe. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen Sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor noch mal einen Schub. Sie sind ganz dicht vor dem Comeback in dieser Partie. Und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Das Unentschieden ist greifbar. Heute auch schon mal zufriedener ausgesehen. Das war jetzt keine gute Aktion und ich bin mal gespannt, wie er nach diesem Gegentor reagiert. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ja, das sieht gut aus. Er hat Platz zum Flanken. Gute Aktion, sie haben den Ball. Andres Silva. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Konrad Leimer. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Klasse Volley. Der Ausgleich. Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Carrasco. Joao Felix. Jetzt Suarez. Jetzt vielleicht noch einmal Atletico Madrid. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.